Ja, mein Name ist Max-Dieter Schneider, ich bin der Altbürgermeister von Ebrach und ich würde mich freuen, wenn der Andi Schwarz im September wieder in den Bundestag käme. Ich kenne den Andreas schon seit über 20 Jahren, auch in seiner Zeit als Strullendorfer Bürgermeister. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer sehr freundschaftlich, sehr vertrauensvoll und sehr, sehr erfolgreich, auch in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter. Er hat immer für uns in der Kommune ein offenes Ohr, hat sich unsere Wünsche angehört und hat auch sehr, sehr viel für uns in der Kommune getan. Beispielsweise die Förderung für unser Naturbad, dass wir das CO2-neutral sanieren können. Diese Förderung haben wir nur ihm zu verdanken. Ich würde mich freuen, wenn er wieder in den Bundestag käme, um weiter zum Wohle für unsere Region zu arbeiten.